Mann, Bro, ich kann das Spiel einfach nicht mehr in Ruhe spielen, sag ich dir ehrlich. Also eigentlich kann ich wieder Alt F4 und... Jetzt mal schon Sauder, Schwarz 4, ne? Kann ich Alt F4 und einfach dann nicht auf Fast Life gehen, Digga, sag ich dir ehrlich. Hallo. Guten Tag, einmal wieder zur Verwahrstelle. Jo. Sie haben einen sehr, sehr schönen BMW tatsächlich. Sind Sie Rennfahrer? Müssen Sie mit diesen Autos zufällig Rennen gewinnen? Verfolgt Sie die Polizei? Mich? Würden Sie von sich behaupten, Sie sind einer der Most Wanted der Insel mit diesem Auto? Weil ich meine, das ist ein ziemlich krasses Auto. Ja. No. Können Sie ein bisschen mehr Gas geben? Ich brauche mehr Speed. Na, die fährt nur 2,30. Die fährt nur 2,30, ja gut dann. Scheiß drauf. Dem können sie aber kein Rennen fahren. Das sieht mir aber hier nach einem schweren Autounfall aus. Und die kleinen Wandskästen dabei haben. Und schauen wir mal hier im Handschuhfach. Was ist drinne? Kofferraum. Ach, die haben ja überhaupt nicht gar nichts. Hi, Herr Breitenberg, guten Tag. Guten Abend, wie geht's? Ach, der ist wie so ein Stufe 2. Ach, der ist auch wie so ein Stufe 2, der hat ein Stück Scheiße. Herr Breitenberg, ich überlege heute, das Auto aus 2 zu stürmen. Also, wenn Sie Bock haben, melden Sie einfach. Autohaus 2? Ja, da habe ich schon eine Rechnung offen. Wissen Sie, warum die da oben Barrikaden haben? Die haben jetzt Barrikaden bei Autohaus 2? Ja, ja, weil ich jeden Tag über deren Motorräder hinwegfahre. Egal, was Sie machen wollen, bei Autohaus 2 bin ich dabei. Nice, ich werde mich gleich. Ich muss mich erst ausrüsten. Ich bin nämlich gerade im Krankenhaus gemacht worden. Nee. Kevin Hick, du Arschloch! Bleib stehen! Ich höre doch deine Stimme schon von Weitem. Digga, musst du mich denn so aussteigen. Musst du mich denn so Alter, ich fahre hier vorbei, auf einmal höre ich deine Stimme seit 100 Jahren. Ja, dann erschreck mich doch nicht. Mann, hab ich mich erschrocken. Alter, was schreist? Du hast mich erschrocken. Du hast mich erschrocken. Du hast mich erschrocken. Du hast mich erschrocken. Mann, ey, Puls 180. Ja, ach ja, aber du lernst gar nichts. Ne? Ah, Frauen, wirklich. Ne? Guck mal, das ist halt... Nicht mal die Karre machen nicht so. Junge, 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 ey. Also ja, als meine Freundin hätte ich schon mindestens erwartet, dass du zumindest dein Auto abschließt. Ich meine, das ist ja die Regel Nummer 1. Warst du gestern? Wie, wo war ich gestern? Ich hab dich gestern angerufen, du bist nicht ran. Gestern war ich tot. Also mein Tag gestern habe ich schon noch also eigentlich schon warst dauernd, du tot? Ich, ja, halt. Tot. Koma. Also der Arzt hat mir gesagt, dass ich sehr oft im Koma gestern war. Ja, ich wollte mit dir reden gestern. Du willst mit mir reden? Ja, komm, dann komm mit dir. Und ja. Lass uns reden. Oh, oh. So. Reden. Jetzt wird hier ein ernstes Wörtchen geredet. Ja, ist los. Ja, Kevin, es kotzt mich an, dass ich dir immer hinterher renne, immer dahin gehe, wo du gehst und keine 2 Minuten später verpisst du dich. Ich nehme mir extra Zeit, geh aus dem Dienst, will was mit dir machen. Gar kein Bock mehr auf die Diskussion, sag ich ehrlich. Also das kann ich mir auch nicht geben, sag ich ehrlich. Also jetzt. Musst du einfach die Alte rausschmeißen. Nein, Spaß, komm, geh zurück. Ja, es war wirklich nur ein Spaß, ich schwöre, komm. Nee, Kevin, wenn du keinen Bock mehr auf mich hast, dann kannst du mir das auch gerne sagen. Nein, es war nur ein Spaß, komm rein. Es war nur ein Spaß. Was soll denn sowas? Ja, ich wollte dich zum Lachen bringen. Ich hab aber nicht gelacht. Doch, hast du, glaube ich, schon. Nee, ich glaube, du hast schon ein bisschen traurig. Ich glaube, du hast schon ein bisschen gesäuft, so. Nimm mir extra immer Zeit, damit du dich dann verpisst und irgendeine andere Scheiße machst. Am Ende bist du wieder tot und auf einmal weg. Ja, das ist ja das Problem. Ich sterbe einfach zu oft. Das wollte ich dir einfach nur mal sagen, dass mich das ankotzt. So, am Anfang hast du noch ab und zu mal was mit mir gemacht und jetzt... Ich mach immer was mit dir. Nee, du rufst mich irgendwo hin, dann komme ich da angetrabt und dann... Ja, in der Zeit, bis du da bist, passiert immer was. Also wirklich, guck mal... Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt ja, aber... Also das finde ich wirklich sehr unfair von dir, dass du mir sowas unterstellst. Das habe ich nicht verdient. Jetzt musst du mir nicht die Schulter in die Schuhe schieben. Boah, krass. Ja, doch, finde ich schon krass, dass weißt du da keine... Weißt du, was ich nicht verdient habe? Dass du keine Rücksicht... Dass du einfach keine Rücksicht nimmst auf meinen Job. Schade, dass du keine... Also schade, ich hätte echt von dir... Von so einer tollen Frau wie dir hätte ich echt erwartet, dass du Rücksicht nimmst auf meinen Job. Und ich hätte von so einem tollen Typen wie dir gedacht, dass er mal was mit seiner Freundin macht. Ja, bin ich wohl doch nicht so toll. Habe ich mich wohl geirrt. Ja, ist ja nicht schlimm. So ist es in der Beziehung. Man gibt mal Up und Downs. Siehst du, du musst wieder lachen. Du kannst mir gar nicht böse sein. Geht gar nicht. Mann, trotzdem, wenn du jetzt noch einmal dich irgendwo wieder verpisst, weil du irgendwo schießen musst, raste ich richtig aus, wirklich. Ja, das ist ja nicht schlimm. Doch, das ist schlimm. Ja, ich habe das Gefühl, bin ich ganz ehrlich mit dir, ich glaube, du brauchst einfach wieder Ja, du bist ja immer tot. Ja. Also babbel mich mal nicht voll. Ja, das ist das. Deine Ratschläge kannst du dir selber geben. Ja, ich merke schon. Also ohne Scheiß, du bist wieder untervögelt. Das also wirklich. Diese Zickigkeit kommt nur vom chronischen Untervögeln. Ich kenne das ja. Jara, das Ding ist, also, weißt du, ich bin ein guter Freund und... Ach ja? Ich merke an deinem Verhalten... Ein guter Freund geht auf Dates mit seiner Freundin und verbringt Zeit mit ihr. Ja, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe da was für dich. Also, musst du kurz was kaufen, wo ich der Meinung bin, das benötigst du aktuell am meisten. Weil ja, guck mal, ich habe erst nicht verstanden, was du von mir willst, warum du mir so auf unnötig eine Ansage machst. Auf unnötig?
Ich gebe dir gleich auf unnötig. Also das sieht vielleicht aus wie ein Taschentuch, aber es ist tatsächlich eine Binde. Weißt, es ist anscheinend wieder dieser eine Tag. Was will ich mit einer Binde? Es ist dieser eine Tag im Monat. Du bist sehr gestresst. Ich bin für dich da. Der eine Tag im Monat geht nicht nur einen Tag. Du weißt schon, dass das eine Woche ja, ist. Ja, ich weiß. Ich kauf dir noch einen Tee. Oh, du hast ja gar keine Ahnung. Ich kauf dir noch einen Tee hier. Tee, bitte. Mach dir auch noch eine Wärmflasche für deinen Bauch und dann ist alles wieder gut. Siehst du, wenigstens kümmerst du dich dann um mich. Ja. Das ist halt die Zeit, wo ich kann. Wie bitte? Was? Du sitzt ganz schön wütend im Auto. Bin ich ja auch. Bin wütend. Du bist wütend? Ja, auf dich. Hm. Ich hab nämlich meine Erdbeerwoche gar nicht. Bin einfach so wütend auf dich. Ja, dann b*** doch einfach rein. Kannst du bitte rechts am Straßenrand anhalten? Ich würde gern aussteigen. Hey, warum? Warum bist du denn jetzt so sauer? Weil du frech bist, weil du die Situation nicht ernst nehmen kannst. Ich nehme das weil ernst. Weil ich dir gerade was komplett ernst sagen ja, möchte. Ja, ich nehme das und wirklich. Und du wieder irgendein Späßchen draus ich machst. Ich mache kein Späßchen draus. Ich versuche wirklich das Problem gerade zu lösen. Indem du dich lustig drüber machst, dass ich angeblich meine Erdbeerwoche habe? Kevin. Ich habe es vermutet. Also, ich dachte wirklich bei deinen 5000 Frauen, die du vor mir hattest, dass du ein Frauenversteher bist. Aber ich glaube, du bist kein Frauenversteher. Ja doch, ich bin Frauenversteher, aber ich bin kein Zickenversteher. Oh mein Gott, ich gebe dir nicht Zicke. Ich bin keine Zicke. Ich bin nur enttäuscht von dir. Ich bin auch enttäuscht von dir. Das sind mir so Unterstellungen. Guck mal, wir haben doch gerade ein Date. Aha, nein, dann müssen wir uns erst wieder vertragen. Also ohne vertraue ich mich überhaupt gar nicht. Dann steige ich jetzt aus. Okay, ich habe eine bessere Idee. Wir machen jetzt ein spontanes Date. Das wird lustig und cool. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Mann, ja, was hast du denn? Warum hast du mich aus dem... Wieso hast du mir ins Lenkrad gegriffen? Hast mich rausgetreten? Du hast mir ins Lenkrad gegriffen. Ja. Du hast eine Schrapnellenverletzung. Ah, wieso hast du... Ich weiß nicht mal, was das ist. Jara. Ja. Ich glaube, ich werde sterben. Nein, Kevin. Kannst du mir... Ich rette dich. Kannst du mir meinen letzten... Denk an mich. Jara, kannst du mir meinen letzten Wunsch erfüllen, bevor ich sterbe? Dir mega fett den Arsch versohlen? Nein, zeig mir. Deine... Wie bitte? Scheiße. Ich? Von dem Herrn zurück, bitte. Das ist mein Freund. Wer hat doch damit gar nichts zu tun? Jetzt bin ich der TV. Der ist doch gerade erst eingeliefert. Ich bin TV. Zu Herr Hilton? Ja. Sie haben tatsächlich einen offenen Haftbefehl, ne? Mhm. Warum? Sowohl der Mord als auch der Besitz einer illegalen Waffe wurde ihnen zur Last gelegt. Ebenso haben sie Blitzer-Tickets offen, fahren ohne Lizenz und eine Vorladung haben sie noch offen. Also wie? Wie Besitz einer illegalen Waffe? Das haben sie aktuell offen, ne? Deswegen. Aber wie kann das denn sein? Ich muss sie einmal mitnehmen zum PD und das Ganze dort klären, ne? Alles klar. Haben das Recht zu schweigen, das Recht so auf schlecht. Eine Rechtsvertretung ab 30 Jahren und das Recht, sich selbst zu vertreten. Haben Sie Ihre Rechte soweit verstanden? Mhm. Kevin, Alter, ist das jetzt Ihr Ernst? Sie können doch nicht einen Zivilisten, der hier ins Krankenhaus kommt, um behandelt zu werden, die einfach Frau, festnehmen. Mäßigen Sie sich. Ich äußere mich ordentlich. Sie können gerne eine Beschwerde also, einleiten, was soll denn bitte sowas? Holen Sie sich erstmal die Hintergrundinformationen. Nee, ich finde sowas frech. Bevor Sie... Ja, dann ich weiß. Was wollen Sie denn? Ich mich bin ja Medizinerin. Dabei. Also ich jetzt, Schallatz, Ihre Dienstnummer sofort. Kommen. Dienstnummer. Dankeschön. Dann einmal einsteigen. Gut, und was soll das Ganze wohl eine Situation an der Fahrschule gewesen sein? Alle beide versaut mir meine Fahrprüfung. Ich hasse euch alle beide. Das würde ich nicht machen, Doni. Alles klar. Ah! Irgendeine Ahnung, was das gewesen sein könnte? Nee. Also, ich erinnere mich nicht daran, dass ich in der Fahrschule gewesen bin. Weil der Officer wusste es jetzt auch nicht ganz genau. Es war auch nicht der, der die Akte angelegt hat. Der wusste halt nur darüber Bescheid, ne? Mhm. Da war irgendwas in der Fahrschule mit einem Fahrschullehrer oder so. Und deswegen haben sie wohl die Akte, ne? Aber wenn sie sagen, sie haben keine Ahnung darüber, dann setzen wir das jetzt mit den Klären. Sie das dann mit dem Officer, der ihnen die Akte angelegt hat, klären können. Ja. Haben sie das jetzt soweit nochmal eine Akte drin, eine Pistole, eine Lizenz? Mhm. Die Akte habe ich ihnen jetzt in Klärung gesetzt, bis genau morgen um diese Uhrzeit. Mhm. Sollten Sie morgen immer noch keinen Erfolg damit haben, melden Sie sich einfach bei der Leitstelle des LSPDs, ne, erklären Ihr Problem, dass der Officer nicht da war oder sonstiges, ne, nicht erreichbar war und dass die Akte nochmal in Klärung gesetzt wird, ne, bis der Officer dann da ist und das auch klären kann. Ne. Ja, okay, danke schön. Wir können jetzt natürlich nicht den kompletten Tathergang hier rekonstruieren ohne die genauen Infos. Ne. Die liegen natürlich beim Officer. Ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Alles also, klar. Jeder auch mal Fehler. Ich hätte dann, also, wenn ich jetzt FBI-Agent wäre, hätte ich dann halt vorher ermittelt, damit ich die Infos schon vorher habe, aber... Alles gut. Fehler passieren. Kopf hoch, Jim. Dann macht den Agent soweit die Anschein ab, ne? Und dann. Danke. Sind sie soweit erstmal wieder auf freien Fuß, ne? Ich danke Ihnen. Ja, kann man natürlich nicht jetzt
Man kann natürlich nicht jetzt vom FIB erwarten, dass sie den Tathergang kennen. Ich meine, klar, wäre ein Anruf gewesen, ne, aber als ob die so weit ermitteln würden, Jungs. Niemals. Die ermitteln doch nicht so weit. Kevin. Ja, es ist ja unglaublich. Irgendeiner meinte, ich hätte gestern irgendwen umgeschossen. Schon nicht helfen darf, dass ich dann in den Dienst gehe, um meinen Freund zu helfen, um den das Leben zu retten, weil eine Person bei einer Schrapnellenverletzung, wie ich schon gesagt habe, ich erkläre mal kurz, was das ist. Das sind starke Schrotpartikel, die gegen den Körper sind. Das können auch Verbrennungen dritten Grades sein. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, was mein Freund dort erlebt hat. Und dann bin ich gerne bereit, extra für ihn in Dienst zu gehen, um ihm zu helfen. Die haben mir nicht so ganz zugehört, ne? Yara, sie sind ich habe ihn schon verstanden, aber ich finde es um dort vor Ort zu bleiben. Das haben das sie so auch geäußert, nicht. Ne? Ich habe doch genau auch geholfen. Das haben sie so geäußert gehabt, die Dame. Ne? Du hast doch selber den Wohlraum. Und genau sowas kann gegen sie ausgelegt werden. Es ist ein netter Tipp. Das kann, du kannst du nicht beibringen. Ja? Gut, dann bedanke ich mich für Ihren wundervollen Tipp. Der wird mir auch im Leben gerne weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Gut, ja, da ist nichts. Vielleicht hilft es Ihnen noch. Das ist ein leerer Hohlraum. Machen Sie es gut. Das ist wie ein Luftballon. In einem Luftballon ist übrigens noch Luft drin. Warte, ich habe eine E-Mail erhalten. Muss ich mal schauen, was ich bekommen habe. Wahrscheinlich schwere Beamtenbeleidigung. Jo, das Ticket zur Beamtenbeleidigung können Sie dann bezahlen, ne? Das ist gut. Langsam echt traurig. Also ich habe eine Beamtenbeleidigung bekommen, weil ich gesagt habe, da ist ein Hohlraum. Okay. Gib mir Gas und ich seh das mehr.